Was bisher geschah. 2016 wurden die Gehirnzellen unzähliger YouTube-Nutzer zerstört. Verdächtigt wird eine Ente. Die Polizei ermittelt. Quack. Ich bin eine Ente. Ha, er gesteht. Officer Baum, verfolgen Sie ihn. Ich kann fliegen. Oh nein. Der Kartoffelsack ist auf mich gefallen. Und ich bin drin. Der fiese Gartenzwerg. Oh nein, das Baumflugzeug. Das fiese Baumflugzeug. Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Marshmallows sind lecker. Bitte isst mich nicht. Hä? Weshalb ist das hier so nass? Weil du auf mich stehst, du Depp. Ich bin der nasse Schwamm. Ich nicht. Ich bin eine Ente. Spüre die Kraft des Boxomatics. Oh nein! Zahnpasta-Man, eil zur Rettung! Oh, eine Zahnpasta. Die überfahre ich. Ah. Oh nein, Delfine streuen Popcorn ins Getriebe. Ah, ich bin trocken. Yay, eine Bowlingbahn. Hey, fieser Günther, da ist Herbert. Oh ja, nehmen wir ihn als Bowlingkugel. Quack. Oh nein, ich bowle. Und warum bin ich rund? Mwahaha, ich lasse mich auf fiese Art und Weise herunter, anstatt die Tür zu benutzen. Gib mich die Bowlingkugel. Aber das ist Herbert. Strike! Aua! Ich hab gewonnen! Haha! Oh nein! Gib mich die Preis. Oh nein! Niemals! Super Duck verhindert es. Boah, Herbert, du hast uns gerettet. Oh! Die Abflussbirne schlägt zu! Haha! Quack! Oh nein! Die Strömung treibt mich weg! Ah, wie geschieht das? Oh nein! Ich bin in der Kanalisation! Ich bin Uschi, die Kanalratte! Ich nicht! Ich bin eine Ente! Oh, eine Ente und eine Ratte, die überschwimme ich! Günther an Baum, ich fahr jetzt los! Okay! Oh nein! Wir werden überschwommen! Hahaha. Eichhörnchen im Boot. Du hast meinen Onkel getötet. Opa. Egal. Oh nein, das Eichhörnchen hat das Boot versenkt. Haha, lasst uns schnell entkommen. Hä? Wo ist der Wasser? Ich hab's aufgesaugt. Der nasse Schwamm? Und was hast du jetzt vor? Schreib's mir nachher bei SchülerVZ. Yay, frei. Lol, ein Toaster. Mach ich mir einen Toast? Nein. WTF? Ich bin kein Toaster, sondern ein als Toaster verkleideter Mixer. Der miese Mixer. Lol, ein Mixer. Aber wo ist der Ninja-Stream? Rühr mir nicht an, ich bin der Boss der Liga der Küchengeräte. Hey. Hä? Ich nicht, ich bin eine Ente. Rühr mir nicht an ist falsch. Es heißt, rühr mich nicht an. Das weiß ich, weil ich der nervige Deutschlehrer sein. Aber das heißt, weil ich der nervige Deutschlehrer bin. Oh Mist. Ah, ich werde entführt. Oh nein, ich werde dir retten. Dich heißt das. Ich fliege weg. Ich bin gelandet. Oh nein, Alarm in Sektor 7G. Schnell, den fiesen Alarm anschalten. Hä? Weshalb kommt kein Alarm? Ich bin der fiese Alarm. Ich klinge, wann ich will. Das war einfach. Nur noch diese Tür. Schnell, die Atomwaffe. Lol, eine Atomwaffe. Oh nein, die Atomwaffe ist aus Nordkorea und funktioniert deswegen nicht. Hä? Was sagst du da? Haha. Schnell, nerviger Deutschlehrer, uns müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Nehmen wir den geheimen Geheimausgang. Sie sind in der Falle. Nee, das ist keine Falle. Steht ja sogar dran. Hä? Verstehst du nicht, was man dir sagt? Okay, wir sind draußen. Jetzt hauen wir am besten mit das hurtiger Hubschrauber ab. Mit dem hurtigen Hubschrauber. Hallo, Polizeimilch? Mein Gefangener wurde mit einem Hubschrauber entführt. Nehmen Sie die Verfolgung auf. Jo.
Gleich hab ich dich. Oh nein, gleich hat er mich. Ich schlage ein Loch in die Luft. So, da bist du. Obacht, ein Luftloch. Ich kann es immer noch nicht fassen, aber der fiese Baum, mein Erzfeind, ist tot. Wie soll es denn jetzt für mich weitergehen, wenn ich nicht mehr vor ihm weglaufen kann und er sich dann selbst zerstört? Und das Schlimmste, ich bin an seinem Tod nicht unschuld. Was? Der fiese Günther? Du bist ein Psychiater? Du bist ja ein Fuchs, dass du das bemerkst. Wie auch immer, wir sehen uns vor Gericht. So, Sie sind für den Tod des fiesen Baums verantwortlich? Ich nicht, ich bin eine Ente. Aber, ja. Das ist ein Geständnis. Ruhe, Staatsanwalt. Aber ja. Der fiese Günther ist der Staatsanwalt hier? Ja, und du hast den Prozess verloren. Herbert Ente, ich verurteile Sie zu 15 Jahren hinter schwedischen Gardinen. So, und hier ist deine Luxus-Suite. Yay! Hey, warte mal. Das ist eine Zelle und keine Luxus-Suite. Ja, das haben Sie mir damals auch erzählt und mich damit hier reingelockt. Wer bist du? Ich bin Tingeltangelbob der Baumeister. Ich nicht, ich bin eine Ente. Ich wurde eingebuchtet, weil ich einen teuflischen Plan hatte. Ich habe einen Menschen geklont, der sich immer weiter klont, damit die Welt überbevölkert wird. Erstens, mir egal. Zweitens, das hier sind keine schwedischen Gardinen. Wärter! Jo, was ist? Der Richter hat mich für Urlaub hinter schwedischen Gardinen verurteilt. Aber das hier sind keine. Oh nein, wir entschuldigen uns natürlich für die Unangenehmlichkeiten, die Sie unseretwegen hatten. Hier ist Ihr Zeugs und 500.000 Euro. Oh nein, das hat der Richter zu jedem hier gesagt. Yay, frei! Ja, frei! Yay, frei! Yay, frei. Yay, frei. Yay, endlich frei! Wir sind frei! Wir sind frei! Willkommen zum Kanal 6 Nachrichten. Ein riesiger radioaktiv verseuchte Ente verseucht die Stadt. Nee, Moment. Alle Gefangenen werden aus dem Knast entlassen. Sie suchen jetzt die Stadt heim. Schuld ist eine Ente. Geht's hier immer nur um Enten? Yeah, wir plündern! Ja, wir plündern! Yeah, wir plündern! Wir plündern! Yeah, wir plündern! Ja, wir plündern! Wir räumen hier alles leer! Ich nicht! Ich bin eine Ente! Officer Johnson! Haben Sie die Ente gesehen, die Gefangenen freiließ? Ich nicht. Ich bin eine Ente. Ich meine... Nein, hab ich nicht. Haben Sie schon die Straßensperren aufgestellt? Ich nicht. Ich bin eine Ente. Verdammt. Er ist eine Ente. Haltet ihn. Warum das immer zu sagen, weil die Sirene kaputt ist? Okay. Gut, dass der statt mir weggesperrt wurde. Dann bin ich jetzt in Sicherheit. Hey! Hä? Wer hat das gerade gesagt? Ich. Du? Ja, ich. Wie auch immer, Starkheim. Ich überfahre ich diesmal auch nicht. Versprochen. Soll ich dir das so glauben? Ja. Wir müssen zusammenhalten, um die Welt zu retten. Und ich kann dich nicht überfahren, wenn du hier im Auto sitzt. Okay, aber... Aber du bist tot. Nein, das ist eine ziemlich lange und komplizierte Geschichte. Sie ist ein wenig dumm und paradox. Also, pass auf. Zuerst einmal, ich bin nicht der fiese Baum. Der fiese Baum ist ein böses Psychogenie, das in einer Klapsmühle 1000 Millionen Jahre in der Zukunft eingeliefert wurde. Du hast ihn nie kennengelernt, wohl aber mich. Ich befinde mich auf einer gefährlichen Zeitreise-Doppelagenten-Mission, denn in 1000 Millionen Jahren wird jemand bereits Zeitreisen erfunden haben. In meiner Vergangenheit, deiner Zukunft, hatte/wird der fiese Baum einen bösen Handlanger haben. Du kennst ihn als den fiesen Günther. Das ist aber nur ein Deckname, mit dem er sich vor der Zeitpolizei versteckt. In Wahrheit ist er der noch fiesere Günther.
Der noch fiesere Günther will den fiesen Baum aus der Klapse befreien. Dafür hat der Tingeltangel-Bob dem Baumeister eine sehr viel Sinn ergebende Klonmaschine geklaut und sich sehr, sehr häufig geklont. Mit den sehr, sehr vielen Klonen will er die Klapse kaputt hauen und den fiesen Baum befreien. Doch dann fiel ihm auf, dass er den geheimen Code, durch den die Tür geöffnet wird, nicht weiß. Es gibt nur einen anderen Weg, da reinzukommen. Mit sehr viel Milch. Und in deiner Zeit gibt es sehr viel Milch, weswegen er mit all seinen Klonen hergekommen ist, die alle verschiedene Aufgaben haben. Klon 456793 ist Psychoater geworden, um deine Gedanken zu manipulieren. Klon 5303760 ist Staatsanwalt und so weiter. Der noch fiesere Günther dachte, in dieser Zeit einen Vorfahren des fiesen Baums zu finden. Den weniger fiesen, aber auch nicht wirklich charmanten Baum. Da begann meine Doppelagentenmission. Ich habe die Rolle des fiesen Baums, den Cousin des eben genannten Baums, eingenommen, um den noch fieseren Baum auszuspionieren. Das erste, was ich beim fieseren Günther bemerkt habe, war, dass er ziemlich dumm ist. Er hat wirklich gedacht, der fiese Baum würde sich so einfach in ein Auto einsperren lassen. Doch an dem Auto zeigt sich ja auch, wie hinterhältig der noch fiesere Günther ist. Er hat dem echten Milchmann das Auto geklaut. Aber das Schlimmste kommt noch. Die Klonmaschine ist ein Konstruktionsfehler. Der noch fiesere Günther verdoppelt sich alle 2 Sekunden. Also war die Zeit zum Handeln gekommen. Ich verfolgte dich im fiesen Baumflugzeug, täuschte meinen eigenen Tod vor und tauchte im Untergrund ab. Dann kamst du vor Gericht, aber du bist aus dem Knast freigekommen. Genau wie alle anderen Gefangenen. Allesamt Klone des noch fieseren Günthers. Wenn das so weitergeht, ist die Welt bald von noch fieseren Günthern überbevölkert. Das heißt, wir müssen sie alle zurück in ihre Zeit verfrachten, bevor hier jemand so viele Strichmännchen zeichnen muss. Gut, dass ich seinen bösen Plan erfahren habe. Im Hauptquartier der Milch- und Mann AG. Sammelt er genug Milch, um den fiesen Baum zu befreien. Und? Und ja, wir fahren da jetzt hin. Hurra, wir sind da. Fahren wir durch den Lieferanteneingang herein. Hier, nimm diesen falschen Schnurrbart, damit dich keiner erkennt. Ihre Papiere könnten eventuell falsch sein, aber ich bin zu faul, sie zu prüfen. Weiterfahren. Siehste, die Bärte sind der Shit. Heinrich, der Baum und Superduck sind da. Gut. Oh nein, vor und hinter uns sind Wände runtergefallen. Aber da seilt sich jemand auf fiese Art und Weise herunter, anstatt die Tür zu benutzen. So? Dann ist das bestimmt der fiese Gartenzwerg. Nein. Schade. Ich bin es, Heinrich das Eichhörnchen. Hurra! Und jetzt gibt's Kloppe. Kloppe, komm her. Was? Sei liebenswürdig zu ihnen. Okay. So, fertig. Gut so? Ah, was habt ihr mit Kloppe gemacht? Rache! Schnell weg! Du, Herbert, ich befürchte was. Was? Ist dir schon mal aufgefallen, dass das gerade einer deiner alten Feinde war? Nein? Das hat der noch fiesere Günther mal erwähnt, als ich bei ihm spioniert habe. Er wollte alle deine alten Gegner engagieren, um dich abzuwehren, solltest du hierher kommen. Die Eichhörnchenmafia, der fiese Gartenzwerg, die sind alle hier. Das heißt, wir müssen doppelt und dreifach aufpassen. Oh, da kommt jemand zur Tür rein. Dann ist es bestimmt nicht der fiese Gartenzwerg. Ich bin es aber. Oh. Herbert, wir müssen uns aufteilen. Ich renne zum noch fieseren Günther. Vielleicht ist meine Tarnung noch nicht aufgeflogen. Okay, ich kümmere mich um den Gnom. Zwerg. Bis nachher. Okay, damit wären wir jetzt wieder bei einem unserer typischen Kämpfe, wie früher. Ich nicht, ich bin eine Ente. Normalerweise endeten diese damit, dass irgendetwas Dummes passiert, ich sterbe und du wegfliegst. Hey, da verbrennt einer Sellerie. Was? Den schnapp ich mir. Und schon wieder besiegt. Okay, weiter geht's. Nein, es gibt noch eine Falle. Okay. Also. Ja? Was ist denn nun die Falle? Hä? Pfanne, du Lappen, du solltest eine Falle bauen. Ach wirklich? Ich dachte, das sei ironisch gemeint gewesen. Also, auf zum noch fieseren Günther. Okay, fieser Günther, alles ist bereit. Klasse. Klasse. Aber was bespricht der nette Baum da mit dem noch fieseren Günther? Oh, Herbert, nett, dass du uns auch mal beehrst. Auch freundlich, dass du in unsere Falle gewatschelt bist. Wirklich sehr nett. Aber
Aber der nette Baum hat mir gesagt. Ha, glaubst du wirklich, dass ich der nette Baum bin? Der existiert gar nicht. Den noch fiesen Günther gibt es auch nicht. Auch keinen fiesen Baum der Zukunft. Von wegen, wir versuchen in die Zukunft zu reisen. Und du bist uns auf den Leim gegangen. War wirklich genial vom fiesen Günther, mich als netten Baum auszugeben, um dich herzulocken. Wie auch immer, du bist jetzt unser Gefangener und wirst bald in einen Cyborg verwandelt. Los, auf zur Zeitmaschine. Aber wenn das alles erfunden war, wofür braucht ihr dann die Milch? Wollt ihr trotzdem eine Irrenanstalt kaputt machen? Nein, wir wollen die Milch auf die Bank schütten, damit die kaputt geht und wir das Geld klauen können. Doch das würde jetzt jeder bemerken, daher wollen wir bei Nacht zugreifen. Aber wir können einfach nicht mehr abwarten, also reisen wir ein paar Stunden in die Zukunft und schlagen zu. Los! 5 Stunden später. Yeah, es hat geklappt. Aber was machen all die Bullen hier? Kacke, das ist die Zeitpolizei. Die haben unsere Zeitreise bemerkt. Schnell, eine dumme Schießerei. Oh nein, die Kerle entkommen uns. Schnell, Officer Johnson, geben Sie mir Feuerschutz. Okay. Los, Johnson, schießen Sie. Officer Johnson, Sie haben Herbert die Ente umgebracht. Der noch fiesere Günther dachte, in dieser Zeit einen Vorfahren des fiesen Baums zu finden. Den weniger fiesen, aber auch nicht wirklich charmanten. Warte, wo fing denn der Satz an? Unser, okay. Der noch fiesere Günther dachte, in dieser Zeit einen Vorfahren des fiesen Baums zu finden. Den weniger fiesen.